Was geht ab, Leute? Heute tun wir so in GTA 5 Online, als wären wir Polizei. Und dann spielen wir später Story-Modus. Und da gehen wir in den Register-Modus. Und spielen dort auch als Polizist. Also es wird auf jeden Fall heute sehr geisteskrank. Und ich freue mich auch schon. Lackierung. Nee, Dach kann ich auch ändern. Okay, ich verkaufe diese Kuchen. So. Leute, wie ihr seht, ich habe sogar schon meinen Dienstwagen hergeholt. Das ich ist hole dann meinen Dienstwagen auch. Ja, er fährt einen Kuruma gepanzert. Ich fahre eine G-Klasse. 6x6 Club. Nee, das ist die G-Klasse 2x2. Und Julian fährt. Was ist eigentlich der Kuruma? Warte, ich muss kurz was schauen. Ich glaube, so ähnlich wie ein Jaguar. Nee. Tesla. Nein. Nein! Welches Auto ist der Karin Kuruma in Wirklichkeit? Laut GTA Wiki Fandom. Der Kuruma ist ein japanisches Rallye-Monster, das sehr seinen Vorbildern ähnlich sieht. Während die Karosserie dem Lancer Evolution nachempfunden ist, sind etwa einzelne Details doch sehr an den Subaru angelehnt. Subaru kenne ich nicht. Wie heißt das Auto Karin Kuruma in Wirklichkeit? Jetzt hör doch auch mal auf, Kollege. Laut GTA Wiki Fandom. Der Kuruma ist ein japanisches. Welches Auto ist der Sapuru? Welches Auto ist der Sapuru? Welches Auto ist der Saparon? Ich bin so blöd. Kannst du... Hallo Kollege, ich schieß gleich. Was hab ich getan? Burnouts. Wieso habe ich jetzt meinen Revolver draußen? So, Pistole soll ich auswählen. Wir wollen keinen Stress, stimmt? Ja, wir sind nur Polizisten. Komm, geh dir auf Streife, Wir haben Dienstpause. Ich hab mein Militär. Warte, welches MG meinst du? Also die MP meinst du hier? Guck, die da. Ah. Ja, warte, da muss ich mir dafür kurz Munition kaufen. Warte, ich baue dir. Ich habe 9128. Oh, hast du genug jetzt? Gib mir noch ein bisschen. Das tut mir leid, ich wollte nur... Warte. Okay, wir können nur auf der Straße. Oder wollen wir die Einsatz-PDV nehmen, weil die ist für Einsätze. Einsatz-PDV können wir auch nehmen. Okay, dann Einsatz-PDV. Komm mit. Ja, okay, warte. Hier liegt Munition. Hier. Danke. Nur normale PDV oder Einsatz-PDV? Hallo. Einsatz-PDV. Hallo. Jetzt reicht's. Die Arme. Ich hab gar nichts gemacht. Ihr habt gar nichts gesehen. Die ist nur hingefallen. Die braucht einen kleinen Schlaf. Die hat nicht gehabt. So, Jolan, jetzt haben wir wieder Streife, weil es ist wieder morgens. Warte, wie viel Uhr morgens? Es ist 43. Ja, um 5 Uhr fängt unser Dienst an. Um 5 Uhr. Nee, genau um 5 Uhr fängt unser Dienst an. Wir sind
Wir sind 48 Minuten zu spät. Und da haben wir schon direkt einen, den wir aus dem Verkehr ziehen. So, Sujuk, guten Tag, Sujuk mein Name. Hallo, Officer Sujuk ist hier, bitte halten Sie an. So, Kollege, bitte fahren Sie mal vor dem Wagen hin, das ist... Okay, verfolge einen schwarzen Dodge Challenger. Ich wiederhole, verfolge einen schwarzen Dodge Challenger. Bitte alle Verstärkungen schicken, die ein Sportauto haben. So, jetzt halten Sie mal an, das gibt's uns der Anzeige. Wir sind Polizisten, ey. So. Hier gibt's nichts zu gucken, fahren die anderen weiter. Einmal bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Okay, Max Petersiel. Max Petersiel, okay. Kannst du auch. Wenn sie abhauen, sie kriegen einen Schuss in die Birne. Ja, okay. Sie kommen mit einer 300 € Strafe davon. Ey, Kollege, könnt ihr mal sagen, dass die anderen nicht zugucken haben? Hallo! Fahren Sie mir noch einmal in meine G-Klasse ran und Sie kriegen einen ins Gesicht mit der Pistole. Kollege Jürgen, Sie halten hier den Gang. Oh! Den ziehen wir doch mal schön aus dem Verkehr raus. Ja, aber der hat doch gar nichts gemacht. Ah, das weiß man nie. Ein Maserati! Oh, da ist doch keiner. Da hinter dem Jaguar, hinter dem Wolfen. Hä? Wieso fahren die auf einmal so viele Sportautos? Ja, bitte einmal Führerschein, Fahrzeugpapiere. Ja, Max Petersiel haben sie mal. Wir haben sie schon zum dritten Mal angehalten. Wissen Sie, was das heißt? So, Führerschein weg. Das hier, das gibt eine Anzeige. Haben Sie richtig gehört? Okay. Kollege. Spinnen Sie? Hallo. Der fährt in einer 200.000 Dollar G-Klasse. Okay. Verfolgen einen Kollege Julian und Kollege Florian verfolgen einen roten Lamborghini Huracan Assetto Elemento. Ich wiederhole, Julian und Florian verfolgen einen roten Lamborghini Huracan Assetto Elemento. Assetto Elemento ist so ein geiler Name. Also, wie schnell fahrt er? Ja, dafür ist meine meine Gegenklasse ist viel langsamer. Dafür ist der ist rechts abgebogen, oder? Mein Auto hat sich fast überschlagen. Alter. Ist er oben nach oben gefahren und nach rechts? Bei ja, mir, so. Er ist tot. Warte. Ich krieg mal kurz aus dem Auto. Oha, wow. Flügeltüren. Es gibt nichts zu sehen, wir wollen nur unseren Einsatz machen. Warte, ich ruf mal die Rettung. Ja. Ich schau da mal im Parkhaus, ob jemand hier... Nee, hier beim Park, bei dem Park. Ich schau bei den Parkplätzen, ob hier jemand falsch parkt. Oder fährt ein Mustang, den können wir vielleicht aus dem Verkehr ziehen. Ich helfe Ihnen, ich habe schon den Notausgang gesehen. Ich komme auf den der macht dabei nichts. Okay, wir können aus dem Verkehr ziehen, Kollege. Den Mustang hier? Ja, den hier. Der fährt über eine Linie. So, hallo. Bleiben Sie stehen! Stopp jetzt! Hallo! Okay. Nicht abschießen, Kollege! Ich habe mir nur eine rübergeknüpft. Der arme Obdachlose, der hat nur noch sein Mustang und Ende. Ja, ich hab nur kurz eine rübergeknüppelt und okay. Der der Maserati hier der parkt falsch. Ich schreib mal kurz was auf. Hier, 30 € Strafe. Gib mir doch 100. Nein. Ist ein Maserati. Der muss eh viel Geld mit für sein Maserati bezahlen.
So, ich frag mal die Mitarbeiter, ob sie gut arbeiten. Na, arbeitet ihr gut? Arbeitet ihr hier an dem Schaden? Gut, immer weiter so. Kollege, komm! Nee, du kommst du auf die Autobahn hier? Ich kann oder kannst du auch am Gelände fahren, weil du hast halt keinen Geländewagen. Ich habe halt Range Rover, also das ist für Range Rover G-Klasse. Ja, wahrscheinlich Range Rover, ja, wir können alle reinklatschen. Ich folge Ihnen, Officer. Wir dürfen die Polizei darf über die Wiese fahren, das ist wirklich so. Ja, ich weiß, dürfen alle. Nur wenn sie einen Einsatz haben. Ja. Sorry. Ich hab dich nicht gesehen. Du weißt schon, dass ich direkt vor dir stand. Ja, Julian, jetzt kannst du direkt wieder einen Laden für mich ausrauben. Hallo, du kannst doch heulen. Du kannst deine Garage fahren. Ja. Ich flüchte dann wieder. Abilon, es ist nicht mal geil, wenn wir einen Auftrag in seine Chance bekommen würden. Achso, zu dem Laden fährst du. Was hat der Hintern geschrieben? Sojok, wolltest du das Sojok haben? Der Park falsch! Ja, zuerst will ich das Geld, dann können wir den anhalten. Der Park, aber... So, guten Tag, Boah, hallo, wir sind Polizei. Wusstest du, dass wir eigentlich auch unsere Pump-Aktion-Schrotflinte rausholen dürfen? Wieso habe ich 3 Sterne bekommen? Ich habe auch 3 Sterne. Ich helfe dir. Ich habe gar nichts gesehen. Los, fahr mit deinem. Ja, aber du musst bei mir rein, um die Cops wegzumachen. Ja, warte. Ich spende dir das Geld. Wie viel Geld war das? $900. Nur? Ja. Und damit glaubst du, kann ich mein Auto reparieren? Ja, aber es ist so stark, dass es beschädigt ist. So stark ist es nicht beschädigt, oder? Ich werde hier von so vielen Polizeiautos angefahren. So viel ist gar nicht möglich. Ich fahre jetzt in die Grove Street. Hi. What service are you looking for? Das war ich auch. Oh, hey. So, danke. You're in trouble. Okay. I'll deal with it. Kollege? Ja. Treffen wir uns beim Los Santos in der Nähe von der Polizei, also beim Alice Customs in der Nähe von der Polizeistation. Okay. Ich steck mein Headset aus und wieder ein. Hallo, ich bin wieder da, hallo. Ja, hallo. Und rum, dum, dum, da, da, da. Alter, hast du eigentlich ein Motorrad? Das können wir dann als Sommer-Polizeifahrzeug nehmen. Die Klasse da vorne muss ich direkt aus dem Verkehr ziehen. Hallo! Das bin Hallo, ich! Ich als Officer Kölnick. Julian, das bin ich, das weißt du schon! Oh, moin, Leute! Leute, ich musste kurz die Luft aus meinem Bauch lassen.
Oh, ja, mein Nacken tut so weh. Julian hat man mich eigentlich gesehen bei der Videokonferenz, wie ich auf meinem Gaming-Stuhl saß. Ja. Hat man auch gesehen, dass ich mich die ganze Zeit zurück und nach vorn gedreht habe. Ja, das tut halt übelst weh. Oder beim Fernsehen, wenn man am Boden sitzt, muss man den Nacken immer nach oben geben. Oh, das ist aber angenehm. So, Kollege, wir müssen unser Auto tanken. Also ich habe nicht mehr so viel Tank. Du musst weiter nach vorne fahren. Was ist? Hä? Ah ja, nicht so weit nach vorn. Ich wollte einsteigen. Auf einmal drücke ich so aufs Gas und ich bretter gegen die Wand. Typisch du. Das war so lustig. Die Tür hat mich dann noch bekommen. Das ist so ein typisches Du. Ja, ich weiß. Die Ammunition an, sie sind eine Spanne für die Familie. Oha! Alter! Chill, da hat der gar nichts. Willst du eine Messerstiche in deine Karte? Julian, wir sind normale Polizisten, das weiß ich schon. Polizisten, ja, wahrscheinlich. Polizisten. Hab ich gesagt. Wer hat die Tür aufgemacht? Ich hab keine Ahnung. Hier bin ich keine Ahnung. Für was das denn jetzt? Zum Spaß. Nein, dann gehe ich da nicht hin. Ein kleiner Schuss? Wird ein Mörder? Ist ein Mörder unterwegs und der will nach Los Santos, also wir müssen die ganze Stadt absperren. Ja, dann müssen wir aber in Los Santos bleiben. Ja. Sorry. Hat eh keinen Kratzer. So, den Sprit bezahle ich eh nie. Tschüss. Ich habe gehört, dort oben soll ein Schrottberg sein, auf dem Berg dort. Auf dem Berg ist ein Schrottberg. Ja, wahrscheinlich. Ja. Auf dem Berg ist ein Schrottberg. Ja, kannst du mir das mal erklären? Auf dem Berg ist die ganze Zeit, liegt hier ständig Schrott herum. Und wir müssen das halt regeln. Und warum kann man? Man kann hier lang fahren, aber kommt da unten raus. Kollege, fahren Sie mir nicht direkt hinterher. Ansonsten gibt es wieder einen Ladenüberfall. So, hier irgendwo soll ein Schrottberg auf dem Berg sein. Ja, wahrscheinlich ein Berg. Ja. Und da sollen halt Schrottsammler sein auf dem Schrottberg mit dem Berg oben ja, drauf. Ja, ich bin auch Schrottsammler. Das merkt man an deinem Auto. Julian, man merkt so wirklich, dass du wirklich keine einzige Chance hast, durchs Gelände also, zu kommen. Hallo. 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 Der Mechaniker braucht 2000 Euro. Was ist denn der? Hallo. Jetzt braucht dieses Personal 2000. Wer ist hier? Ach, ich halt einfach mein Maul. Also der Mechaniker braucht 2000 Euro und dann noch das kennt doch 4000 Euro. Also ich glaube, ich bin. Okay, Kollege, Verfolgung eines roten BMWs oder Audis konnte ich jetzt nicht genau erkennen. Meinen Sie das rote Auto? Was ja, ist da vorbeigefahren? Nee, dieser eine rote Audi da. Glaube ich, ist das oder BMW. Ja, hallo, wir sind befugt, dass wir hier durchfahren dürfen. Wir dürfen hier fahren. Nee, wir dürfen hier wirklich fahren. Ah. Den frage ich mal, was mit dem Kerl passiert. Ah, der ist schon tot, den bist du reingesprungen. Wie? Ah, ja.
Ich muss meinen Mechaniker 10.000 zahlen, obwohl der eh nicht liefert. Das ist so eine Kartoffellogik. Ist so. Die anderen Leute sind Kartoffeln. Hallo, bitte fahren Sie mal rechts rum. Hallo. Ja, nur wegen einer Kleinen? Du fahrst ihn normal rein und der ist schon tot. Verfolg. Ich sehe den roten Namen. Ich auch. Verfolge einen roten Audi oder BMW, wissen wir immer nicht, was für ein Auto. Kollege, ich eröffne gleich Feuer auf die Reifen. Auf meine? Nein, du Esel! Allei. Jemand. Fahren? Nee, passt schon. Jemand schreibt. Ah, das ist doch ein Audi! Sackabliert. Hallo, Kollege, kümmern Sie, Kollege, kümmerst du dich um den Fahrer, ich regel. Okay, Verfolgung eines roten, Audis, bitte wiederhole. Verfolgung eines roten Audis. Verfolgung eines. So, jetzt hör auf, der ist eh schon verreckt. Was? Wie lange überlebt? Fall dem nicht mehr rein. So, jetzt reicht. Ich öffne das Feuer auf die Reifen. Ist mir so egal. So, ersten Platten. Ja, aber du. Der ist so hartnäckig. Kollege, solche Hartnäckige habt ich schon lange nicht mehr. Ja, jetzt ist so eine Stoßstange weggeboren. Oh! Sieht aus wie eine. Ja, ich suche auf den Chefkoch. Die Polizei ist die Schande für die Familie. Oha! Hallo! Ja, wieso ist der auch tot? Die alte Kasse war so mal rein, auf einmal liegt sie am Boden. Au! Der ist auch tot! Sie fahren so normal rein! Auf einmal bist du so fett! Die krasseste, ja? Der was? Der ist auch tot! jetzt reicht's aber mit reinfahren! Und der okay, ist auch tot. Verfolgung eines. Keine Ahnung, was das sein soll. Halt den Mund! Verfolgung eines rot, ein schwarz. Was für rot, der schwarz. Fahr den doch nicht rein, der ist eh gleich tot. Der hat eh schon eine Gehirnerschütterung. Jetzt fahr den doch nicht rein. Der schwarze Dodge Truck Fahrer, bitte rechts ranfahren oder wir öffnen das Feuer auf die Nüsse. Guten Tag, der Herr. Ich bin Donald Trump. Ah! Diese kleine Ente. So, ne. Da hole ich mir eins das Petit-Gewehr raus. Alter, das ist ein Dinosaurier. Kollege, ich komm nicht hinterher. Da ist ein Dinosaurier eingestürzt mit einem Hotdog. Kollege, ich werde lange brauchen, bis ich ihn hinterher komme. Hallo? Ein normales Auto ist dem reingefahren und der ist jetzt tot. LOL! Der Dino ist einfach ein Hotdog! Ja, gucken Sie, was ich sage! Normaler NPC fährt dem rein und er gibt mir die Schuld. Sag mal, spinnen Sie? Samantha! Komm her! Samantha, komm! Ja! Ja, tschüss! Meine Augen. Nein. Ja, Reifen auf die Feuer. Ja, Feuer auf die Reifen. Nein. Ja, jetzt habe ich mich überschlagen mit der Dose. Which one of my skills is required? Can't handle the heat, my friend. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Manta rochen. Ja, ich steig einfach aus meinem Auto raus und dann auf einmal kommst du so von der Luft. Hallo Kollege! Feuer auf die. Ja, wahrscheinlich schon wieder Feuer auf die Reifen. Feuer auf die Nüsse.
I'm otherwise occupied. So call back later. Ich habe deine Lede. Jo. Hallo, Ben. Du Samantha? Alter, wieso bekomme ich jetzt Cops? Ja, selber schuld, wenn du mich umschlägst. Ich habe gar nichts gemacht. Junge, jetzt kann ich die Polizei nicht antworten. Jetzt kann. Jetzt kann ich meine Autos nicht anfordern. Samantha! Egal, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Spaß. What's going on? I believe chicken fly. Soll ich Kriegsgeist entscheiden? Nein, bitte, ich will nur ein bisschen Spaß haben. Verfolgt es einen schwarzen Zug. Was? Was für... Bitte kill mich nicht, kill das Auto, aber nicht mich! Okay. Das Auto killen? Ich will mich reinsetzen! Ja, okay, chill. Ich wollte das Auto umdrehen. Samantha! Findest du lustig, du alte Schachtel? Oha! Samantha! Ja, irgendwie schon. Hallo, was war mit den Polizisten rein? Aber Julian, ich komme mit dem Auto. Das Ordo. Hallo, der quetscht mich ein. Wer, wer, wie, wann, wo, wann, was? Hä? Ja, komm, steig ins Auto. Ich bin in Polizisten reingerutscht. Das hat sich so falsch angehört. Samantha! Ich bin fast in den Kopf reingefahren. So, jetzt gibt's Stress in der... Jetzt reicht's mal. Ich bin dein Freund, oder? Au, 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 au. Jetzt reicht's mir mit Los Santos. Sandy Shores ist das wahre Gebiet. Wenn du nicht sterben möchtest. Ja, das ist meiner. Ein Pussy! Kannst du mich als Mitarbeiter einstellen? Nein, danke. Klappt das, Samantha? Sag mal, spinnst du? So, jetzt gibt's Ärger in der Stadt. Darf ich auch mit den Raketen einmal schießen? Nein. Mit der Überwachungskamera? Ja. Okay, warte. Ich muss mir einen Kopf aussuchen. Was für ein Kopf? Ach, okay. Oh mein Gott. Ja, okay, aber du darfst wieder. Oh mein Gott, wie knapp. Aber live! Jetzt gibt's Action! Und jetzt gegen Groot fahren, ne? Hallo? Nee. Samantha, du machst das. Dieser Bauch nur das Sixpack ist da. Bist du verrückt? Bist du kaputt, der Decker? Ja, das hast du jetzt gut gemacht, ne? Jetzt bist du aber auch gespannt. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich noch gut. Ach, Mann, du mal. Ach, ich wollte mal schnell. Ja, gut. Was? Hallo. Also ich kann dich leider nicht abschießen. Ich rufe den Notdienst. Ja, wahrscheinlich Notdienst. Notdienst. Ja. Tag, ich heiße Noti. Sag mal, spinnen Sie? Sie
Sie haben gerade meine Freundin erledigt. Der arme Zaun, Digga, der hat gar nichts gemacht. Ja, bleib mal stehen, ich will kurz was testen. Geht das, wenn ich dich mit dem Kanister abfockel, kann ich dich dann killen oder geht das nicht? Nee, mein ist gleich auch nicht. Ich verliere keinen Schaden, ne? Doch, verlierst du! Nein. Doch. Nicht mein Handy! Was ist deine Lieblingssache, kleiner Bübel? Mein Handy? Geht doch, dafür nehme ich dir jetzt deine PS4 weg. Ha? Was willst du jetzt machen? Oh nein! Ja, ich bin Rang 47! Ich bin schon lange der Rang! Länger als du. Komm mal mit mir, hier brennt eh nichts. Komm, stell dich mal hierher. Oh, und das Auto ist doch übergefahren. Seine Reifen brennen jetzt. Nonen 05 schreibt WTF. What? Geil. Ey, halt mir den Maserati-Fahrer an. Ich steig in das Auto rein. Lass den armen Fahrer oder Fahrerin. So klein, warum läuft dieses Kackfahrzeug? Ja, das. Du sagst zu einer Maserati-Kacke. Ah ja. Da merkt man mal wieder, wie dumm du bist. Was geht deine Tür ist ab? Nee, Nonnen 05 schreibt, was macht ihr? Ja gut, das ist schwer zu erklären. Wir wollten eigentlich so tun in GTA 5 online, als wären wir Polizisten, ne? Hallo, aber wo haben wir jetzt schon wieder? Lass mich ausreden. Aber der Kerl hier, der macht die ganze Zeit Blödsinn. Und da können wir halt keine Polizei spielen. Und deswegen machen wir halt Blödsinn in der Stadt. Kann ich mein Wasser wieder anfordern, dann steige ich bei dir aus. Ich bin wirklich der beste Fahrer. Mhm. Du und Autofahren. Nee, ich glaube, das gewinnt nicht. Wenn ich erwachsen bin und dir einen Lamborghini gebe, zack, 2 Meter gefahren, schon ist der Wagen kaputt. Sie will noch dieses Fahrzeug, aber er will, dass ich adoptiert werde. Samantha! Guck mal mein Gesicht an. Was? Guck mal mein Gesicht an. Nein, danke. Da guck ich lieber den Himmel an. Hallo! Ich wusste nicht, dass der jetzt hochgeht. Verdient den Großbuchstaben. Okay, wir gehen zum normalen Polizei spielen, okay? Ja, okay, aber meine G-Klasse. Meine G-Klasse ist weg. Meine G-Klasse. Hilfe! 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 Das tut mir leid. Alter, du bist so. Deswegen. Hallo! Ich überfahre dich jetzt, ist mir egal. Ja, komm. Boah! Lass jetzt nur mal Polizei spielen, okay? Ja, okay, ja, dann hol ich kurz meine G-Klasse. Alter, was explodiert hier die ganze Zeit? Die Feuerwehr kommt, FBI, Open Up, FBI. Au. Ich wurde adoptiert. Au. Oha! Mama Diego? Mhm. Diego wurde adoptiert. Von einem Paparazzi. Von einem schwarzen Mensch. Paparazzi!
Okay, Nonnen 05 hat den Stream verlassen. Na hallo, spinnst du? Ich glaube, du hast es nicht mehr alle. Ich muss schneller sein als du. Fahr doch mit deinem Gummiauto, was du da gerade mit dem so gerade fährst. Das ist viel schneller als deins. Ja, genau. Leute, schreibt mal in den Chat Hashtag Julian Ehrenlos. Ehrenmann. Ja, ich kann den Maserati in die Garage stellen. Ehrenmann. Hashtag Ehrenmaserati in die Kommentare. Hashtag kein... Ach nein. Hashtag keine Ehre. Einfach Hashtag keine Ehre in die Kommentare. Okay, Flo, lass jetzt wieder normal Polizei spielen. Ja, dann hol ich kurz meine G-Klasse. Kannst du bitte aufhören, so eklig zu sein? Ich mach nur Geräusche. Also bitte aufhören, sonst muss ich leider die Party verlassen. Nein, du machst das ja sicher nicht. Nee, du machst es nicht. Wer bist denn du da hinten? Ne? Ich fahr jetzt wohin. Und wohin? Ich muss noch selber schauen. Ich gehe auf Streife. Bitte verfolgen Sie einen roten Audi. Officer Stinkefuß, kommen Sie her. Hallo, kommen Sie her. Hallo? Ja. Kommen Sie her. Hier ist gerade ein Audi-Fahrer, ein roter. Was ist? Können Sie mir helfen? Ne? Nein. Hashtag Edelmann in die Kommentare. Ja, dann fahr nicht weg, dann kann ich dir helfen. Passt schon. Der ist eh schon tot. Junge, ich hab gesagt, du sollst nicht, dass die ständig sterben. Und was machst du? Ich bin ja nicht reingefahren. Er ist nur aus dem Auto ausgestiegen. Auf einmal kommt ein Porsche und brettert ihm die Tür rein. Ja, dann bleib doch wenigstens stehen. Ich fahr nur wohin kurz. Nein, du kommst wieder zurück. Warte! Kannst du Vasile schreiben, dass ich live bin? Okay. Florian ist live. Hat mir geschrieben. Jetzt bleib doch stehen, ich bin direkt hinter dir. Ich hol dich nie ein, ich will einfach nur mit dir fahren. Was machst du? Ich bin schon, ob dir bessere Kleidung gibt. Aber safe nicht. Okay, da gibt's nichts. Mann, du bist so ehrenlos. Ich weiß. Ja, komm, folg mir doch. Komm, wenn du schaffst. Schaffe ich hier. Ja.
Willst du mir zuschauen, was ich drehe? Nein. Wenn ich dieses Auto gewinne, dann fahre ich das nicht. Es ist geil, aber ich werde mit dem nicht so oft fahren, wenn ich das überhaupt gewinne. Ja, wo hast du dein Auto hingeparkt? In die Garage, also in den Parkhaus. In deine Penthouse-Garage? In die öffentliche. Warum da denn hin? Da kann ich ja dein Auto stehlen, das weiß ich schon, aber mache ich nicht. Nein, ich hab's auf zu. Wieso kann ich erst in 30 Minuten drehen? Du hast es nicht auf zu. Aber ich kann damit eh nicht losfahren. Warte, bleib kurz in der Garage drin. Alter, was fährt denn der für ein Auto? Ein Auto wahrscheinlich. Nein, ehrlich gesagt ein cooles. Aber auch ein bisschen hässlich. Ja, guck dir den Wagen an hier. Von irgendwem gehört der Wagen, der sieht... Guck, der hier. Der rote. Okay, ich will jetzt schauen, ob mein Auto rein kann. Komm. Hä? Ich habe auf niemand. Warte. Jetzt geht's ja, jetzt nicht. Ich kann ihn da. Aber ich verlasse ihn nicht. Kannst du eh nicht. Du kannst eh nicht ins Auto rein. Wohin gehst du? Ich schaue, ob ich das Auto bitte. Nein, ich kann da nicht rein. Das Auto schaut wirklich. Ich schau, ob ich sogar rein, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist gelb. Ja, okay. Ja, okay. Was hat der für. Der hat nicht das Auto! Der hat die Familienkutsche! Hä, wo ist jetzt der gelbe Lamborghini? Ich schau, wie viel die Familienkutsche kostet. Riech an meinen Finger! Der Wagen kostet 600.000. Hallo? Hier, du Wichser. Das heißt Wichser. Was mache ich da? Hallo, Gruß, moin, mein Bär. Guck, das ist moin, mein Bär. Dann guck mal. Guck, das ist Mr. Beans Auto. Fahrst du raus? Ja. Ich fahr auch raus mit meiner Familienkutsche. Wollen wir auf Urlaub fahren? Ja, dann hole ich aber meine Mobile, weil das ist mein einziges Familienkutschenauto. Aber das hier ist auch ein Familienauto, die G-Klasse. Aber das ist ja mein Dienst. Wollen wir mit dem fahren? Mit der G-Klasse. Ja, wollen wir? Nein, das ist ein Dienstauto. Stimmt. Du kannst durch mit meiner G-Klasse fahren, aber nein, oder? Nein, ich fahre mit dir in der mobilen Kommandozentrale mit. Packst du es hinten rein? Ja. Ich kann leider nicht jetzt gut reinpacken. Ja, das ist schade. Du gehst hinten in den Anhänger und ich geh vorne ran. Kann ich auch vorne sitzen, ne? Ja. Bin ich dein Kind oder wollen wir Polizei spielen? Also, dass wir auf Urlaub fahren. Polizei. Polizei. Ja, okay. Wohin fahren wir eigentlich auf Urlaub? Ich weiß wohin. Oder lass zum Strand fahren, oder? Nein. Äh,
Oh, da wollen wir Urlaub machen, ne? Ja, und wo? Ich hatte irgendwo ein Hotelhaus, wo man rein kann. Ein Hotelhaus, wo man rein kann? Boah. Lass einfach einen kleinen Ausflug machen. Ich weiß, wir können aber bei meinem ganz kleinen Apartment Dings übernachten. Das ist auch wie ein Hotel. Halt ein billiges, aber. Alter, die Ampel wird fast runtergefallen. Das schaut so lustig aus, wie du fast mit der Hundemaske. Das sieht nicht gesund aus. Guck, wie was ich mache. Schaut das witzig aus? Ja. Hä? Nonnen 05. Nonnen 05. Kannst du mal reinschreiben, ob man uns hört oder nicht? Das würde mich sehr interessieren, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung. Hier lang kannst du mal 9005 fragen, ob man uns eh hört. Also an alle Zuschauer, die wir gerade haben, hört ihr uns oder nicht? Wenn ihr uns nicht hört, dann schreibt nein. Wenn ihr uns hört, dann schreibt ja. Wenn sie uns nicht hören, können sie eh nichts anderes machen. Wow. Wo ist die Menschen? Nee. Musst du mit deiner billigen Axt kommen? Ja, nee. Jetzt komme ich mit meinem Krieg, mit meiner Dingswaffe. Bitte. Ich will keinen Stress. Sag noch einmal billige Axt. Übertreib dich mal, Junge! Ich lasse dir an. Hallo, ich bin der Pizza-Lieferant. 005 bei mir stehen 0 Zuschauer. Hä? Leute, noch mal an. Hallo. Hier, ich gebe dir gleich den Gefänger. Können wir schlafen gehen? Nein. Du kannst. Wie schaut denn deine Maske aus? Ey, das ist eine Hundemaske. Du bist schmutzig. Sieh dich noch mal nackt aus. Ich will schon wieder raus. Seit wann habe ich einen grünen Pullover? Willst du mich arschen? Was hast du gesagt? Guck, das heißt, leck mich. Alter, sei leise. Selfie machen, komm, lass Selfie machen. Bei mir bist du unsichtbar. Komm, lass Selfie machen. Ich rauche mal kurz. Nein. Ich wollte dir das in dein Hemd rein. Ich hab die Kippe nur da reingeworfen. Guck. Ah ja, hör auf. Hör auf oder ich spiele nicht mehr. Okay, tschüss.
Das habe ich gesehen. Ey, wie heißt der Emote? Läufer. Läufer, sagst du. Guck, wie meins ausschaut. Brumm. Komm, alle. Komm zu mir. Ich will mit dir das machen. Respekt, hab Respekt. Wie heißt dein Emote nochmal? Peng Peng. Nein, wie heißt deine Emote nochmal? Läufer. Leia. Der Lipstrick. Ruf mich an, Bro. Ist wieder Fortnite-Emote. Spinnst du? Wer gibt mir das Du Stinker. Lalala. Guck, wenn wer in die Wohnung geschossen wird. Das stinkt nach Hundehaufen. Was hat der gerade gemacht? Der Wogi. Moin. Der Wogi. Schattenboxen. Schattenboxen. Bam, 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 bam. Was auch von dir herumzufurzeln. Ey, warte, schau mal. DJ. Okay. Pam, 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 pam. Ich schlag die ganze Wohnung jetzt auseinander. Aua, 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 aua. Jelen, komm mal her. Wie heißt der Mod? Der heißt Luft sind Herzizer. Meinst du Schlagzeug? Nein, das hier. Auf keinen Fall. Das heißt Luft sind Hesitzer. Luftgitarre. Nein! Ilani, guck mal, du das, weißt du, was das heißt? Das heißt, du kannst mich mal. Leck mich mal. Oha. DJ! Frieden. Du bist verrückt. Ja, glaub schon. Auf keinen Fall. No. Hühnchen. Bock. Ich bin ein DJ. Guck. Oh, bravo. Oh. Ey, guck mal. Heute da unten. Die frischen Wellen. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal, ne? Onkel Disco. Hier, Finger. Ich zeig dir mal was, Alter. Ja, du hast das. Oha! Jetzt raus. Ja.
kreuz in der Nase herum. Guck mal, warte. Ab aufs Bett mit dem Popel. Oh, Leia. Ilan, guck mal her. Oh, Leia. Was sagst du gerade? Langsames Klatschen. Entschuldigung. Ja, du hast das. Warte. Warte, bleib mal da stehen. Oh. 3, 2, 1. Ey, wie heißt das? Das heißt Kusshand. Knöchelknacken. Ich weiß. Boom. Rock. Dö. Gesichtspalme. Das kann nur schlecht enden, ne? Nonnen05 schreibt, was macht ihr tanzen? Daumen hoch! Wir haben Spaß. Ilan, guck mal. Schießen. Bang. Läufer. Warte, stell dich mal. Ich gehe spazieren. Ja, warte, bleib kurz da stehen. Nein, ich muss spazieren gehen. Ich gehe spazieren. Ey, wie heißt der Laufen? Nein, da heißt noch immer Läufer. Läufer? Das sieht aus wie ein Pferd, das keine vier Beine hat. Du bist verrückt! Okay. Du gehst jetzt in die Garage, ob du willst oder nicht. Nein, ich hab keinen Bock. Hallo, was mach ich in der Kasse raus? Erinnerst du dich noch an den Wagen? Danke für den. Der gehört jetzt mir. Nein, der gehört deine Frau. Dein Bruder. Leute. Ich geh jetzt laufen. Ich bin jetzt der Läufer. 30 Minuten oder 40 Minuten werde ich noch streamen. Dann gehe ich auf. Echt? Wieso? Ja, weil ich noch Videos cutten muss. Nein, Florian! Hey, bitte, stopp! Ich wollte doch nur laufen. Ich auch. Ja, was willst du mich da nicht sagen? Ich hab keine Ahnung. Polizei, wollt ihr mit uns laufen gehen? Das Haus bebt! Ich weiß, den hast du auch schon gefunden, ne? Herzschlag! Leute, ich will nur mal sagen, morgen kommt ein... Disco. Leute, morgen kommt ein vielleicht kein Stream. Sei mal kurz leise. Vielleicht kommt morgen kein Stream, aber dafür ein Video, weil ich muss lernen und außerdem ich fahre mit Fahrrad ein bisschen auf der alten Donau. Und deswegen. Ich mag die alte Donau, lass. Ja, ich mag sie auch. Ich bin bei der Oma fertig müde. Ich geh nur spazieren. Hallo, Polizei, was brettert's denn da hin? Glaub ich bin. Ich bin Donald Trump. Nein. Das ist mein kleiner Bruder, Angela Ferkel. Wer das mag Angela Ferkel? Keiner. Das ist mein kleiner. Ich frag morgen Heidi, wer mag Angela Ferkel?
Das ist mein kleiner Bruder. Papa Wutz! Das ist meine große Mutti! Papa Wutz! George Wutz. Ja, wahrscheinlich. Giorgio! Georgie! Bitte auf! Hey Junge, halt den Mundi. Oh, leckos mio. Oha, alter Ehren. Los steht auf meinem Kennzeichen. Warte, Flo, ich will dich entführen. Ich will entführe dich. Aua, ich bin von meinem Moped runtergefallen. Okay, ich spiele entführe dich. Okay. Ich komme dafür nur zu dir. Du musst stehen bleiben. Ich bin gleich da. Vielleicht. Bitte, Flo. Ich bin vom Dach runtergefallen. Das würde mich interessieren. Spaß. Meine Sucuk. Ja. Meine Sucuk fährt im Hühnerstall Moped. Angela Ferkel bedeutet, ich hab Angela Ferkel Motorrad. Oha, Angela Ferkel fährt wirklich mit Donald Trump Motorrad jeden Tag, weil die verheiratet sind. Donald Trump verliebt sich in Angela Ferkel. Ja, das ist doch eine kleine Gruppe. Flo, warte! Mann, du Oma! Komm jetzt her! Du bist bei der Brücke, ich bin unter der Brücke. Ja, wer soll jetzt kommen? Ich oder du? Du! Hallo? Ja, ich hab ein Motorrad. Boah, du bist so ein ekelhaftes Schwein. Schwein. Au, das Moped landet auf meinem Gesicht. Meine Oma fährt die Bühne. Ja, ich komme da nicht mal durch, was sagen. Aha, aua. Ja, jetzt muss ich die Treppen runterfahren. Ja. Was, fährst du wirklich gerade die Treppen runter? Ja. Also meine die Oma. Treppen. So, das ist eine Entführung. Ah. Guten Tag. Nein. Ja, steigen Sie hinten ein. Ne? Das Feuer wieder ihre Reifen. Aua! Ich hab wirklich den. Aua! Aua! Ah, los! Mann, Flo, ich dachte, ich entführe dich. Stopp! Hinten! So. Gibt's da kein Gucci? Ich muss zu McDonald's. Aua. Ich bin's doch wohl, Samantha. Ich sterbe hier unten. Komm jetzt. Ja, komm ich. Ey, du kleine Pfütze! Okay, ich? Nein. Warte, ich muss kurz was tun. Warte, ich will was probieren. Samantha, steig jetzt ein! Bitte lauf! Okay, das Fenster ist schon kaputt. Komm her! Ja, tschüss! Okay, ich steig hin. Tschüss, Samantha! Ehren, los! Geht auf mein Kenz. Nein! Ich bin der rechts fort out! Jok, steig jetzt ein, bitte, bitte, los! Okay, ich komm. Ich steig jetzt ein. Du Oma! Ich? Nein. Du hast einen Platten. Der hat schon 8-mal geschrieben, was wir machen. Was siehst du doch? Blödsinn. Du kleiner Pfütze! Hä? Freiheit! Ich hab selber keinen Zugang mehr zu diesem Auto. Flo, passiert dir das auch was, dass du keinen Zugang zum Auto hast? Ja. Mann, Flo! Du, nein, ich hab gar nichts gemacht. Du bist einfach gegen den Baum. Ja,
zeig dir, was auf meiner Waffe draufsteht. Ehrenlos. Ja. Ich weiß. Hallo, ihr Silberpfad, ich jetzt noch eine kleine Furze. Oha. Hallo. Da steht einfach dein Auto. Und auf dem Kennzeichen von deinem Auto steht. Ich bin ein Schwurbeliger. Ach ja. Au. Hola, Poliziero. Ja, was ist denn aufs Mäuer? Komm her. Komm, mit Furz, wenn's dich getraut. Wer nächste Mäuer? So. Ich bin... Ich hab Selbstmord begangen. Ich bin ein Schwurbeliger. Ach ja. Tok-Tok? Was ist Tok-Tok? Der Arme musste vom Motorrad runtergeschmissen werden. Tschö, bitte! Ah, die Polizei ist ja auch noch da! Die Polizei! Oh mein Gott! Aua! Bist du Samantha? Samantha, das hast du jetzt verdient! Soll ich dir zeigen? Ich zeig dir. Nimm sofort zurück, dass du mich Furze genannt hast! Furze? Nein, ich bin doch nicht jetzt, ich muss den Genre verlieben. Wer? Schnapp dir diese Fahrzeuge, übermacht Zion, Profato, Banche, Pfister, Komet, Benefactor, Surano, der wachst du, auer Kumra. Auf so, bleiben sie stehen, ich will... Das ist nicht einfach für dich. Okay, das Auto wollte auch nicht an. Was ist kopiert? Der Wagen tut mir richtig leid. Tut mir auch leid, weil ich leiden muss. Wo bist du? Ja, hier auf der Brücke. Wo bist du? Der einzige Vogel, der du bist! Ich guck einfach so auf der Map direkt 2x nebeneinander. Geil. Oh. Kannst du bitte mal deinen Mund halten? Ich bin doch Outrider! Ghost Rider, komm doch! Zack! Wer ist hier der... Dein gefährliches Moped, wollte ich nur sagen. Manflo! Du weißt schon, dass ich das Moped für mich herbestellt habe, dass es meines ist. Kannst du vergessen, Amina? Oh, schnell weg! Polizei, da will mich... Noobik ist genauso ein Noob wie du. Du bist zwar so leer. Es wird dir nichts bringen, weil ich in Passivmodus gehe. Ich gehe nicht ins Passivmodus. Ich hole jetzt meinen angeblichen Stromberg.
Den hast du dir geholt? Dann kannst du gleich wieder, kannst du gleich wieder auf die Müllhalde fahren. Alter, das ist ja voll schnell. Ey, lass mal Race machen. Mein Moped mit deinem. Komm her zu mir. Bis zum bis zum Brückendings. Welchen Brückending? Na, bis zu der Brücke nach vorn, du Esel. Welche Brücke? Wir starten bei 1. Na, da vorne der Tunnel halt. Wir starten bei 1. Okay. 3, 2, 1. Ja, komm, du kleiner Pisser. Und dein Auto soll schneller sein? Junge, du hast mir einen Platten geschossen. Hab ich nicht, du hast keinen. Oh. So. Tut mir leid. Okay. Wenn es dir leid tut, dann ist okay. Mann! Ne, nimm das sofort zurück, dass du mich Furze genannt hast. Alter, was laberst du? Was laberst du? Ich hab grad mein Baby aufgewirbt. Jolan, komm. Mein Lamborghini gegen dein schnelles Auto, komm. Nee, was für ein Lamborghini? Die Motorhaube. Ja, ich will dir doch nur mein Lamborghini zeigen. Meinst du das Casino-Auto? Nein, ein anderen Lamborghini, den ich mir gekauft habe. Lamborghini, was? Ja, komm jetzt her, ich will dir mein Lambo zeigen. Ja, ich muss meinen Wagen nur noch schusssichere Reifen machen. Bitte. Für was? Ja, falls mir wer Platten schießt. Wer soll dir einen Platten schießen, hä? Ja, du, genau du, dich meine ich. Nimm das sofort zurück, dass du mich putzt. Ich gehe um die Ecke. Ich will nicht, dass du mein Lamborghini, dass du mein Lamborghini, mein Lamborghini. Angeblich ein Lamborghini Eckhörker. Hier ist mein Lamborghini. Ey, hör auf! Komm, Ray, gegen deinen angeblichen Lamborghini. Der ist eh schneller. Lass am Flughafen, Ray. Nein, ich will nicht zum Flughafen, nein. Au, aber da. Kacke. Ich hab schusssichere Reifen, was willst du machen? Dich mit der Laserwaffe abschließen. Komm her, ich tue dir nichts. Nee. Ich tue dir wirklich nichts. Schnell ins Alice Customs. Ich tue dir wirklich nichts. Guck, ich bin waffenlos. Das war nicht ich! Genau, wer soll sonst so eine Waffe haben? Ich war das wirklich nicht. You're like a Kaji und du willst ein Polizist sein? Und du willst ein Polizist sein? Ich? Nein, du bist sonst so keiner. Du selber nicht. Das war sowas von gar nicht witzig. Ich check nicht, warum man immer so lacht. Oh. Ich halt einfach mal Klappe. Du kannst meinen Platten schießen. Nee, da sterbe ich lieber. Was? Komm jetzt her, dann schieße ich dir einen Platten. Aber nicht mich abschießen. Kommst du jetzt bitte? Ich will schauen, ob man dein Fahrzeug einen Platten schießen. Nee, du schießt mich ab, dann Freundschaft beendet. Da kann ich ja auch gleich die Freundschaft beenden. So, Freundschaft beenden. Ja, aber wieso? Wenn du mich dauernd abschießt, dann will. Ja, ich schieß. Aber nicht mit der Waffe! Eh nicht. Dein Auto kann springen. Das ist kein Fußball.